Hallo! Hi zusammen! Herzlich willkommen bei Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem Dan. Und wir machen quasi ein Regalplatz gesucht, Winter-Special. Au! Oh, das letzte war ja so kurz nach Messe, ne? Und jetzt haben wir einfach mal den November und Dezember zusammengefügt. Und man merkt das auch schon. Und ich sag jetzt mal was. Wir haben vorher schon ein Video aufgenommen. Wir haben heute Drehtag. Und da saßen wir im Hellen. Jetzt ist sein Spiegelstapel so groß, dass das unseren Scheinwerfer verdeckt. Und deshalb sitzen wir halt im Halbschatten. Halbschattengewächse. Das ist echt so. Ich habe gerade gedacht, wieso ist denn das Bild in der Kamera? Was komm, bei sehe? Dir ist der Spiegelstapel übrigens nicht so groß, weil du die Erweiterungen einfach mal weggelassen hast. Hast du recht, das macht nämlich keinen Sinn. Also ich habe ja lustig, die ganzen Kartons hier so. Aber es ist lustig, trotzdem lustig, weil ich habe gerade gedacht, wie ist das Bild wirklich, weil wir sehen uns hier so im Gegenzug, ne? Und das Bild ist einfach dunkler als eben. Und ich denke, was ist denn da los? Und dann gucke ich so, ja, Bruder, bin ich eigentlich nicht. Aber er hat es auch höher, ich habe es auch eher breit hingestellt, der da oben ist, halt lustig. Du hast mehr Platz da zur Verfügung. Hier steht ja noch der Rechner und alles. Das, du hast auch den ganzen Boden und den Nachbarstuhl mit benutzt. Es wird ein langes Video. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgemacht. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Man könnte meinen, wir wären eskaliert. Nee, aber man muss ja zu unserer Verteidigung sagen, es sind ja zwei Monate, ne? Also. Okay, ich fange mit dem kleinen Paket an. Du könntest natürlich auch Folgendes tun. Wir könnten natürlich, wenn wir es ein bisschen straffen wollen, können wir natürlich einen Punkt machen, Eskalation, Brettspiellager essen, das in einem Zug abarbeiten und dann den Rest machen. Oh, dann wird es ein kurzes Video. Oh, ich sehe. Also sagen wir so, Eskalation, Brettspiellager war bei mir eine kleine Eskalation. Bei mir eine große Eskalation. Dan hat den LKW vorgefahren. Wir machen Eskalation Brettspiellager gleich wirklich als Punkt. Aber, okay, dann machen wir erstmal die wirklichen Highlights. Was heißt das? Anders sind auch Highlights, aber dann machen wir Eskalation Brettspiellager machen wir einfach im Nachgang. Okay, also oder nach gleich. Okay, dann fangen wir einfach mit Paket 1 an. Kickstarter Incoming heißt der Punkt. Warte, ich muss erstmal gucken, wie ich es hochkriege. Tja. Ist definitiv das schwerste Paket, trotz Eskalation Brettspiellager. Mhm. Wir machen Kickstarter Incoming. Finde ich mega gut. Ich baue uns mal kurz zu. Ja. Ihr seht schon, was draufsteht. Guten Tag. Ist das 17 ist das Kilo Frosthaven Komplettpaket. Und wie ihr seht, ist es noch im Karton. Weil wir mit unserer Gloomhaven-Kampagne gar nicht weitergekommen sind. Aber dann erhoben sie jetzt direkt das nächste, was noch größer ist. Natürlich. Also ich meine, was soll ich sagen? Sea of Missing Out und so. Aber was cool ist, ich kann das schon gut davon berichten, weil ich spiele das nämlich schon. Ich habe das selber gar nicht im Regal, sondern ich benutze Nisa von jemandem, der es, aber wir wollen der beides hat. Ne? Aber ich muss sagen, krass, Frosthaven ist noch mal besser als Gloomhaven. Also bei dem Ding war halt einfach das schlagende Argument. Ne? Normalerweise kostet ja die Retail-Version des Grundspiels schon über 300 Euro. Ja, ja. Und die Vorbestellung war für unter 300 Euro, inklusive allen möglichen Erweiterungen. Oh Mann. Ist das die Karte? Ja, weiß ich nicht. Nee, das ist einfach nur Pappe. Also hier ist ein Zubehörpaket. Okay, man sieht, dass man nur weitere Pappe sieht. Da ist das Ding drin. Da ist Frosthaven drin. Okay, halt mir fest. Also, wer den Karton schon mal gesehen hat, der weiß jetzt, was kommt, weil es gibt einen Karton im Karton. Da ist wahrscheinlich nur das Grundspiel drin, oder? Ja, wie viel aus. Das ist halt, der Karton ist halt noch mal größer als bei Gloomhaven. Alter. Man muss das mal aufkriegen. Ja, ich meine ganz ehrlich. Ich wollte euch eigentlich heute eventuell ein Unboxing kredenzen. Ja, das machst du ja quasi schon indirekt. Aber ganz ehrlich. Aber ich glaube, das kriegst du so gar nicht auf. Nee, komm, ja komm mal, das war Wahnsinn. Also, du kannst dir mal die Zubehörbox mal zeigen. Ah, warte. Ja.
Es ist der. Da sieht man eben Karton nochmal Karton. Was ist das? Das ist wirklich krass. Entschuldigung, jetzt. Ah, ja, jetzt. Doch, da ist es. Ja, da ist es. Also, wir kippen es einmal um. Um Gottes Willen. Ja, um zu sehen, dass wirklich Frosthaven noch drauf, dass Frosthaven nicht nur drauf steht, sondern auch drin ist. Es ist ein Karton. Also, wenn ihr jetzt gleich reinguckt. Ja, ja, das ist, ja, ich kenne den. Also, dieser Karton hier ist fast bis oben hin gefüllt mit diesem. Mit Frosthaven. Einen. Da ist es Karton. Irgendwo in deinem Dunkeln. Ich lasse schon mal drunter gehen, okay, du kannst mir sehen. So, zack, da ist Frosthaven. Alles klar, komm, auf Deutsch. 17 Kilo vom Tisch. Also, Kickstarter incoming. Aber jetzt wollen wir einmal wenigstens kurz ins Zubehör gucken, ne? Warte mal kurz. Fitness-Training. Der Dan verschwindet mal kurz. Meine Güte. Um ein Frosthaven komplett Paket zu zeigen. So, Umzugsunternehmen Novus am Start. Ja, der ist um den LKW hier vorgefahren. Du hast sogar tatsächlich was. Hast du die Schere wieder weg? Nee, du hast sie. Echt? Ich habe die nicht angepackt. Dann muss ich gleich gucken, wo sie abgeblieben ist. So, Zubehörpaket. Mal gucken, was das also ist. Quasi, wirkt ja quasi die. Das wirkt ja quasi. Extras. Und zwar hätten wir einmal Gloomhaven gefallene Löwen. Ein Comic. Ein Comic. Nice. Okay, es ist ein Comic. Okay. Dann haben wir das Metallmünz-Set. Okay. Das ist schon nice. Oh, wo sind denn die Metallmünzen? Das ist als für die Pappmarker. Ja, aber das verstehe ich gerade nicht. Wie, das verstehst du? Aber nicht für, doch nicht für Frost, also für Gloomhaven. Gloomhaven. Ja. Achso, ja, Entschuldigung. Hat Frosthaven keine Markenmünzen? Mm-mm. Nee, weil du. Verzeihung, weil du in Gloomhaven ziehst du Lootkarten. In Frosthaven. Dann ziehst du Lootkarten. Und da kannst du halt auch Sachen zum Craften finden. Also Holz, Fell und sowas. Oder eben Münzen. Also nicht jeder Gegner lässt Münzen fallen. Wie bei Gloomhaven. Aber die brauchst du dann auch gar nicht für Frosthaven. Nee. Okay. Aber die sehen schon nice aus. Ja, tun sie. Kann man schon. Aber man braucht sie tatsächlich nicht. Das ist schon, ne? Ja, sieht cool aus. Auf jeden Fall schon. Und vor allem, was ich geil finde, alle auch in einer unterschiedlichen Stärke. Das ist schon nice gemacht. Dann haben wir hier das Removable Sticker Set. Ja. Ja, wieder lösende Aufkleber, diesmal sogar auf Deutsch. Das alte gab es ja, soweit ich weiß, nur auf Englisch. Und das dürften die Solo-Szenarien sein. Ja, sind sie auch. Ja. Solo-Szenarien. Ja, das ist eine Menge Spielspaß. Eigentlich dachte ich auch, hier Schlag X, tralala, Dingsbums bei wäre. Also ich kann sagen, also auf jeden Fall ein Mega-Game. Also ich, wie gesagt, ich spiele das ja schon. Und es ist halt nochmal mehr. Mechanisch auch noch was verbessert. Also eigentlich, nee, also von Grundmechanik ist das eigentlich relativ gleich. Du hast halt auch genau diese gleichen Ereignisse für die Wege und so weiter, aber du hast halt irgendwie die Charaktere sind schwächer. Okay. Tatsächlich schwächer. Und ja, man braucht halt ein bisschen länger zum Aufleveln einfach. Ne? Also ich finde, die ganzen Szenarien sind einfach härter. Wirklich schwieriger dadurch. Das ist krass. So. Machen wir weiter, Kickstarter kleiner Incoming. Karton. Ja. Ja, guck mal, ich bin. Ja, mach du auch mal einen kleinen Karton. Den mach ich. Also. Ach Mensch, Kickstarter. Langweilig. Ist die Kickstarter. Trotzdem langweilig. Ja, finde ich nicht. Das ist nämlich Kickstarter. Hat ehrlicherweise relativ lange gedauert, bis der kam. Und zwar handelt es sich hier. Ja, Space Dragon. Ja, genau. Also hier ist auch ganz viel Kram mit so einem ganzen so Plastiktoken und so weiter. Ich habe ne, tatsächlich eine vom Designer unterschriebene Karte. Dann Frage. Weißt du noch, was der Kickstarter gekostet hat? Nee, das ist aus dem Kopf nicht. Lustig ist, dass Teil des Kickstarters, der ist irgendwie abgehoben, ein Bleistift ist,
Und auch so ein abwischbarer Stift. Gehört dazu auch das Radiergummi mit so einem kleinen Aufdruck. Das ist wirklich tatsächlich kurz. Dann noch Werbung für das nächste Spiel von denen. Und dann hat man halt hier tatsächlich das Buch, das ist noch eingepackt, da wollte ich mich demnächst mal beschäftigen, da habe ich richtig Bock drauf. Hat der Aufdruck denn was mit dem Spiel zu tun? Das kann ich noch nicht sagen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Also ist noch eingepackt, habe ich noch nicht reingeguckt. Dann gibt es hier so, was ist das? Ich weiß gar nicht, ob das Aufkleber sind oder sowas, auch so ganz klein, kleiner Kram. Dann hast du hier, ey, ist wirklich, also hier ist ganz schön viel drin für so ein richtig hier so richtige auffaltbare, so ein Quicksheet. Ja, Waffentabellen und so weiter, also richtig viel Kram. Nice. Dann gibt es die Kommandantengrundausbildung. Das scheint hier halt so ein Regelwerk zu sein. Dann gibt es tatsächlich noch was. Nochmal so ein Aufsteller. Und warte mal. Wie viele Meisterschirme gibt es denn da? Und noch einen, das Maskottchen. Ich weiß gar nicht, ich habe mich da noch nicht komplett beschäftigt. Brief und dann hast du. Ja, genau. Dann hast du noch hier. Vielleicht sowas wie. Nee, so Folien. Oder sowas. Ja. Wo Sachen reinkommen. Also, es gehört alles mal dazu. Vielleicht auch ein Dings, deine Heldendokumente da reinzupacken. Das scheint so zu sein. Jetzt muss ich mir das mal angucken. Hier Dings muss das. Ja. Race-Marker. Genau, vielleicht muss man da drüber schreiben. Das habe ich mir halt noch nicht genau angeguckt, aber irgendwie. Kleiner Umschlag. Und Werbung für Dogfighters. Ja, genau. Und, also, kleiner Umschlag. Das lief doch schon auf Kickstarter Dogfighters. Ja, scheinbar, ja. Mhm. Ein bisschen zu spät gekommen. Hm? Ja, das ist halt die deutsche Version. Die kam halt tatsächlich noch was später. Ich glaube, da hat sehr lange für die Übersetzung gebraucht. Aber, kleiner Umschlag. Das Witzige ist halt, ich habe just heute von der Spieleoffensive die Werbung gekriegt, dass man halt die Deluxe Retail Version mit 20% Rabatt heute bestellen könnte. Ja. Deswegen wäre es für mich interessant gewesen zu wissen, ob du weißt, was du im Kickstarter bezahlt hast. Ja, also guck mal, weil das waren jetzt irgendwie so, glaube ich, knappe 70 Euro, die ihr dafür jetzt hättet investieren müssen. Ja, ich glaube, es war ein bisschen weniger, aber doch, das war weniger. Aber wie gesagt, auf jeden Fall habe ich da richtig Bock drauf. Das war ja auch ein Spielkonzept, was mich wirklich mit diesem Amt, auch mit diesem Abenteuerbuch, das mich sehr angesprochen hatte und das wollte ich unbedingt mal probieren. Das hat halt Ewigkeiten gedauert, aber ja, jetzt bin ich mal gespannt. Kann man Koop spielen, Solo spielen oder was habe ich da eben gesehen? Also da gibt es mehrere Modi, ich bin wirklich gespannt. Auf jeden Fall auch ein Kickstarter. Okay. So. Dann, ja. Mehr Kickstarter. Machen wir weiter mit dem Kickstarter. Das hier nicht. Ja, das ist wohl keiner. Sondern. Aber der hier. Auch so ein kleines Ding. Ja, eine kleine Kleinigkeit, die jetzt noch hier raufkommt. Aber die kommen jetzt natürlich auch alle an, ne? Das ist auch krass, ne? Nämlich die Burgen von Burgund Special Edition oder Castles of Burgundy. Aber Special Edition, habe ich gelernt, heißen die alle. Die Frage ist, welche Special Edition? Die mit Acrylmarkern, die mit Miniaturenerweiterungen, die mit. Weil da gibt's mit Miniaturen, aber ohne Acrylmarker. Acrylmarker, okay. Habe ich mir einfach gedacht, ne. Ja, wenn du also sowohl, nimmst, was soll's? Sowohl Acrylmarker als auch Dingens, als auch hier die 3D-Tiles, tralala, habe ich mir gedacht, ne, ist Quark. Vor allem, der Witz ist ja, auf den Pappmarkern ist auf der Rückseite quasi für Schnelleinstieg und neue Spieler so eine ja, ausführlichere Version beschrieben, was auf den Acrylmarkern nicht ist. Ja, das passt nicht, ne? Was halt total Banane ist. So, was mich ein bisschen abgefuckt ist. Also, der Deckel geht nicht zu. Nee, viel schlimmer. Okay. Es kam an und war direkt hier und. Eingerissen, oh nein. Hier komplett gerissen, weil der Karton einfach scheiße produziert ist. Es läuft, ne? Oh. Weil, also normalerweise würde ich jetzt sagen, ne? Okay. Dafür jetzt einen neuen Karton schicken und so, schön rot. Die sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Die sind natürlich schon schick. Aber ich denke mir halt, ey, das ist ein Premium-Produkt, was halt irgendwie knapp 100 Euro kostet. Ne? Da möchte ich einfach verfickt nochmal bei einer Premium-Version einen intakten Karton haben. Jetzt kommt noch dazu, wir haben das über eine Sammelbestellung vom Anons-Forum gemacht.
Das heißt, die arme Sau, das ist also nicht der einzige Karton, der in dem Zustand ankam. Das ist also offensichtlich ein grundsätzlicher Fehler. Awaken Reams möchte aber bitte, dass er als Besteller für alle Sammelbestellungen quasi die Beschwerden macht. Das heißt, der arme Thomas, die arme Socke, muss jetzt quasi für alle Leute die Reklamation machen. Hat das alle? Viele. Also das ist ein, oh Mann, ein Fehler, den er mittlerweile wohl zigfach gemeldet hat. Ja, das ist bitter. Finde ich auch. Für so ein teuer, ja, für so ein teures Spiel ist es einfach nicht akzeptabel, ne? Also normalerweise ja, also würde ich ja sagen... Grundsätzlich, das Material ist natürlich geil. Also hier die Playerboards und so. Ich habe auch schon gedacht. Dann hier die Anleitung fühlt sich einfach ultra geil an. Dass dieser ja komische, ne, ich weiß nicht, wie sich das nennt, ob es ja ein Druckverfahren ist oder was. Ja, stark. Und was natürlich ultra geil ist, mal gucken, ob wir es gezeigt kriegen. Ich habe natürlich die... Wie nennt sich das bei denen nochmal? Wahrscheinlich. Ja, Sundrop. Sundrop-Version genommen. Und so sehen die Figuren natürlich in Sundrop. Ein bisschen besser aussehen. Ja, geilo. Also, ist richtig sagen, schwer und so. Irgendwo sind noch Metallmünzen drin. Ah, ich meine, ich habe das ja gesehen. Ich muss sagen, ich habe das normale Bogen vom Burgund. Ich meine, das hat natürlich eine Table-Präsenz, die sucht seinesgleichen, ne? Auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich auch ganz geil. Obwohl ich Auflagedingern. Wo ich sagen muss, ich bin da nicht reingegangen, weil ich dachte, ich habe das Bogen vom Burgund und ich finde das, natürlich, ob das jetzt hübsch ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde das hat mir bisher irgendwie immer gereicht zum Zocken. Ich habe Bogen vom Burgund bis jetzt nicht. Ja, dann finde ich das aber auch valide, so kann man machen. Ich finde, die Tischpräsenz ist ja auch krass. Na, das ist schon nice. Ja, das ist schon krass. Also, das ist ordentlich. Also, da freue ich mich auch drauf, das in einer richtig schicken, geilen Version jetzt mal zu zocken. Aber das Spiel ist halt selber, ne? Ja. Also vom Spielspaß her ist das klar. Ja, es ist eine neue Erweiterung noch bei, ne? Ja, gut, okay. Diese Weinberg-Erweiterung. Aber ansonsten ist es halt dasselbe Spiel, klar. Okay. Ja, Bogen, der krass. Ja, aber das wird, warum der Deckel nicht zugeht, ne? Also ich hoffe, er geht dann zu, wenn ich ausgepöppelt habe. Ja, wahrscheinlich ist das auch so. Dann ist ja einiges an Papprahmen zumindest raus, ne? Ja. Krass. Ja, sieht geil aus. Habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlicherweise. Ja, jetzt bin ich halt gespannt, was sie machen mit der Box. Ob sie jetzt tatsächlich allen nochmal eine neue Box schicken, was natürlich unfassbar teuer ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder was sie sich sonst einfallen lassen. Aber also eigentlich möchte man halt, wenn man so eine Premium Edition hat, auch nicht mit so einer kaputten Box da stehen. Ne? Bin ich ehrlicherweise völlig bei dir. Aber, tja, schwierig. Frage mich wirklich, was sie machen. Ja. Weil lauter Leerbox zu verschicken, wenn die wahrscheinlich auch nicht machen, oder? Also komisch. Ja, vor allem das Ding. Refund wirst du auch nicht kriegen. Das Ding ist ja, es ändert ja auch nichts. Also selbst wenn die jetzt die Boxen schicken, also das Problem wird ja das Gewicht des Spiels sein, ja, was da drin ja, ist. Ja, ja. Das ist krass. Das heißt, die Box wird ja in 0, nichts wahrscheinlich wieder einreißen. Ja, könnt ihr mal schreiben, wenn ihr das auch hattet, das Problem, ob ihr das auch gemeldet habt und was die Lösung war, die euch angeboten wurde. Würde mich interessieren. Finde ich interessant, weil ich da überhaupt keine Idee hätte, wie man das vernünftig löst. Ja. Tatsächlich. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist ein Kickstarter. Ja, Kickstarter. Dann manchmal die Box auch größer, obwohl ich jetzt gar nicht so einen riesen Teil reinhalte. Aber dieser Karton, wo das drin war, war natürlich riesig. Weil ich habe leider ein fast komplettes All-In gemacht. Ein fast komplettes All-In. Eine Kleinigkeit habe ich nicht mitgenommen. Eine Kleinigkeit. Und zwar ist bei mir angekommen der Marvel Zombies Kickstarter. Ach, Karten, die Galactus-Figur hast du nicht genommen. Korrekt, die Galactus-Figur habe ich nicht genommen. Das fand ich absurd. Aber alles andere. Obwohl du ja normalerweise ein kleiner Completionist bist, ne? Ja, richtig. Aber die ist so teuer. Ja. Und, ja, die kostet halt, keine Ahnung, kostet viel, ganz 150 zwei Spiele, Dollar ja, Aufpreis halt, plus nochmal 100 Dollar Versandaufpreis. Ja, genau. Das fand ich halt irgendwie so völlig absurd. Und ich habe halt, ich habe das jetzt erst bekommen, weil ich ein One-Way-Shipping gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich warte einfach auf alles. Bis auf, ne, ich wollte ja nichts im Vorfeld haben, sondern ich habe einfach gesagt, schick mir das Spiel, wenn es kommt. Wenn alles da ist, dann habe ich auch alles. Und es war ein riesen Berg von Erweiterungen. Und Marvel Zombies ist halt kein offizieller Zombieset-Teil, sondern Zombieset-Game mal wieder. Werden wir natürlich ein Spot-On zumachen. Kommt also noch später, also es war ein Riesenberg, es gibt unfassbar viele Erweiterungen. Ach, es gibt unfassbar viele. Ist kein normaler Zombieside-Teil? Also nee, es ist das Zombieside-Game. Okay. Tatsächlich. Also so Night of the Living Dead-mäßig. Genau, richtig. Und
Hier spielen wir halt nach Robert Kirkmans Comic tatsächlich Superhelden, die aber infiziert sind. Wir sind Zombies. Wir töten also S.H.I.E.L.D.-Agenten und sowas und müssen, tatsächlich ist das ganz cool, wir haben so ein Hungerlevel. Wir müssen jede Runde futtern. Aber es sind ja nicht alle infiziert, ne? Der eine Teil ist infiziert und der andere nicht. Genau, ne? Die Nicht-Infizierten sind unsere Gegner. Das sind quasi die Abominations, wenn du so willst. Das sind die harten Gegner. Ah, also du spielst die Zombies. Wir spielen die Zombies. Okay. Also in Marvel Zombies. Es gibt auch ein zweites Grundspiel, das ist auch dabei gewesen, das habe ich jetzt hier nicht reingehalten. Da spielst du die Superhelden und bekämpfst die Zombies. Ja, okay. Da kannst du es umdrehen. Und es gibt in den ganzen Erweiterungen und den ganzen Stretch-Goals und so weiter Karten für beides. Das heißt, einige Helden gibt es halt doppelt. Ne? Oder also als Superhero, als Gegner oder auch als Held, den man spielen kann. Ne? Und hier ist es tatsächlich so, hier kannst du zum Beispiel als Zombie kannst du keine Ausrüstung suchen. Das ist komplett neu. Das gibt es gar nicht. Du ziehst keine Ausrüstungskarte mehr. Du hast einfach eine Attacke und die kann halt stärker werden, wenn du, du kannst ja halt so neue Skills so dazu holen irgendwie. Kann man jetzt schwer so erklären, so zwischen den Zeilen hier oder so, eben auf die Schnelle. Aber es ist auf jeden Fall, spielt sich anders. Und das macht schon einiges neu tatsächlich, muss ich sagen. Also, weil es einfach mit diesem Hunger, du musst halt fressen, du musst verschlingen. Es gibt halt die Aktion verschlingen. Du musst halt Gegner einfach weghappen. So, das ist echt krass. Also, das macht sehr viel Bock. Man muss natürlich Zombies halt mögen. Also, wenn man Zombies halt nicht mag, hat man auch hieran keinen Spaß. Das ist einfach schlichtweg so. Witzig. Aber es ist geil. Und ehrlicherweise, jetzt gibt's ja, dann habe ich ja noch gesagt, der kann wieder, also Cool Mini ist ja unersättlich. Ne? Ist ja Shut Up and Take My Money. Jetzt gibt's das Ganze doch mit DC. DC ist, ja. Ich bin nochmal reingegangen im Grundpledge. Ich habe noch keine Erweiterung gebackt hier an der Stelle, weil, ja, ich muss, das liegt ein bisschen daran, dass ich im DC-Universum auch die Helden nicht so gut kenne wie im Marvel-Universum. Also, so Batman und Superman und so, die kennt man ja, die kenne halt auch ich, ne? Und es gibt so eine Asylum-Erweiterung zum Beispiel, die würde ich halt auf jeden Fall nehmen, so Batman und so. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob ich da also Erweiterungen von Helden brauche. Aquaman ist ja nicht auch DC. Ja, Aquaman ist auch DC. Aber da, wo ich, den kennt man übrigens auch noch, aber dann Erweiterung brauche von Leuten, von denen ich noch nie gehört habe, wo ich gar nicht weiß, wer das ist. So. Dazu bin ich halt leider nicht genug. Bei Marvel kenne ich, also ich würde lügen, wenn ich sage, ich kenne hier jeden. Ne? Hm. Aber die viele. Ne? Viele. Naja, gut. Also, das war auf jeden Fall auch ein Riesenpaket. Runtergebrochen jetzt erstmal auf den Grundspielkarton. Aber das ist angekommen. Wir können es zocken und vor allen Dingen können wir es euch irgendwann mal vorstellen dann auch. Nice. Ja, voll geil. Ich bin mega hyped. Yes, Kickstarter. Dann ist bei mir ein Social Deduction Spiel eingezogen. Sehr cool. Und zwar eins, was sehr viele Lorbeeren schon eingeheimst hat, nämlich Secret Hitler. Jetzt wird der Yogi sich fragen, warum sieht das so ein bisschen ramponiert aus? Ja, es kam aus China, deswegen war es auch sehr günstig. Ich hatte erst die Befürchtung, es wäre so eine Nachmache, aber eigentlich sieht es vom Material her wirklich original aus. Hast du das bei, ich frage jetzt mal so indiskret, so bei so Temu oder wie heißt die? Es war nicht Temu, aber oder es war Wish halt oder so ähnlich. Günstig über Etsy oder sowas. Ne? Okay, keine Ahnung. Aber es sieht halt nach dem normalen Material aus. Hat aber keine 20 Euro gekostet. Stark. Inklusive Versand. Und dafür habe ich gedacht, nimmst du es mal mit. Nehmen wir mal die günstige Variante. Ja, fair. Da sehe ich dann auch drüber hinweg, dass der Karton ein bisschen angeranzt ist, weil es kam halt nur, weil es halt aus China kam. Und ja, es ist natürlich umwelttechnisch eine Katastrophe, dass das aus China importiert wird. Auf jeden Fall, natürlich, aber es kam halt nur in so einem Luftpolsterumschlag quasi. In einem großen. Und deswegen sieht halt der Karton ein bisschen raffiniert aus. Ne? Ja, mein Gott. Aber der soll ja eh alt aussehen. Hast du halt nur gut dazu getan. Also, es kommt halt mit, wie gesagt, sehr viel Vorschusslorbeeren daher, das Spiel. Ich bin im Moment sowieso sehr begeistert von Social Deduction Spielen. Zurecht. Ich werde es hassen, die Faschisten zu spielen. Das ist ja irgendwie immer so, ne? Aber trotzdem freue ich mich darauf, das Ding mal halt irgendwie so, keine Ahnung, Moddenburg oder so in der großen Runde zu zocken. Auf jeden Fall, na klar. Bin ich super, super gespannt drauf.
Wie gesagt, viele sagen ja irgendwie, von der Spielmechanik her wohl eh nicht zu viel The Kraken, wäre aber angeblich das bessere Spiel. Warum auch immer. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich bin gespannt. Geilo. Kommt auf jeden Fall ja sehr gut an. Und ja, für den Preis musste ich zuschlagen. Fair. Ich habe noch einen Kickstarter. Das kam der nächste Großkarton. Und jetzt muss ich sagen, bei diesem Kickstarter habe ich überlegt, was machst du? Da hätte man sich, glaube ich, arm machen können, indem man ein All-In gemacht hat. Ich glaube, dann wären hier 5 Kartons gekommen. Ich weiß nicht, ich habe das ja schon bei anderen gesehen. Ich habe gedacht, nee, da sind so viele Stretch Goals freigeschaltet, es reicht, das Grundspiel zu nehmen und die Stretch Goal Box. Dann, aber der kleine unersetzte Yogi hat dann natürlich gedacht, naja gut, das Vorgängerspiel kann man ja eigentlich auch mitnehmen, weil es ja kompatibel ist. Und nimmst das auch. Und da kriegst du die Stretch Goal Box genauso bei vom ersten Kickstarter, das ist nämlich der zweite. Und dann habe ich das gemacht. Und dann kam der Karton mit 4 großen Kisten. Ich zeige jetzt nur 2, weil die Stretch Goal Boxen sind genauso groß wie die Spielkisten, das muss man dazu sagen. Und zwar habe ich gebackt. Das war ganz klein. Ich habe gebackt. Grundsätzlich. Music Battles Ragnarök. Auf Englisch und Französisch. Also gibt es noch auf Englisch. Dann ein Riesenkarton. Aber das hat mich richtig angemacht. Ich fand, so ein richtiger Skirmisher sieht also richtig aus. Also wenn du die beide zusammenhältst, sind die, glaube ich, zusammen ungefähr so dick wie ja. Frosthaven. Nur mit dem kleinen Unterschied, du hast das gleiche ja nochmal. Genau, man muss sagen, dann gab es den Vorgänger natürlich noch. Das ist ja ein quasi schon älteres Spiel, wenn man so will. Das habe ich, glaube ich, schon mal reinguckt. Mythic Battles Pantheon, wo man dann eher so in die griechische Mythologie geht. Ja. Und das Ganze hier, genau, sind die beiden Kartons dazu. Ich hatte zwischendurch irgendwann die Nachricht, hey, du kannst noch in den Late Pledge einsteigen. Und ich dachte so, nee, komm, der Yogi hat's und ich weiß, was da an Paket kommen wird. Ja, und das Ganze, da sind halt nochmal 2 so fette Kisten bei, nur mit der Stretch Goals zu den einzelnen Spielen. Und da habe ich gesagt, das reicht. Da gibt es so viele Erweiterungen, natürlich auch richtig große Figuren und ob das noch Miniaturen sind, Modelle, nennen wir es Modelle. Miniaturen ist, glaube ich, das falsche Wort an der Stelle. Richtig krass, ist ein Skirmisher, man spielt halt gegeneinander, entweder 1 gegen 1 oder Team 2 gegen 2, auch sehr interessant, habe ich schon gelesen, wie man sich dann auch so die Helden zusammendraftet. Ne? Also von den ganz großen Typen gibt es nämlich gar nicht so viele, man hat dann nämlich so seine Leaderhelden quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann kommen so die Einheiten dazu und dann geht's ab dafür. Und dann wird dann geguckt, wo starten die einzelnen Einheiten. Und dann geht es natürlich in Berg Sonderfähigkeiten und so. Aber das ist schon sehr, sehr cool. Ich habe auch schon hier aus unserem Bekannten- und Freundeskreis, die das auch gebackt haben, die haben schon gespielt und sind total begeistert. Wie gesagt, schöne Grüße an den Moritz. Der sagte, er möchte jetzt in den nächsten Wochen nichts anderes mehr spielen. Okay. Der ist total begeistert. Der hat richtig geflasht. Also mein Nerdherz jauchzt da ja auch. Ja, total. Wir können das auch gerne machen. Dann hauen wir uns mal richtig auf der Ömme mit irgendwelchen Göttern. Finde ich völlig fair. Ich brauche es nicht zwingend selber. Hier sind natürlich jetzt auch wieder unfassbar Platz weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das also ist halt ein Riesending. Ne, vor allem, ich habe Cthulhu Wars, ich habe Gamut. Genau, die habe ich halt nicht und das ist halt genau. Also man muss ja nicht alles doppelt haben. Wir haben zwar ein paar Sachen doppelt, aber es ist, wie es ist. Also so. Doppelt. Ja, das habe ich auch im Regal, das stimmt. Aber das kann ich auch verstehen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, auf dem Sekundärmarkt mir ein Seasons auf Deutsch zu besorgen. Das haben wir ja schon mal in mein Lieblingsspiel gehabt und seitdem bin ich da eigentlich sehr erpicht drauf. Es ist auf Deutsch sehr schwer zu bekommen und war jetzt mal wieder für einen annehmbar guten Preis bei Kleinanzeigen drin, inklusive Sleeves und so weiter. Stark. Und da habe ich dann zugeschlagen und gesagt, ja, ich möchte es gerne auf Deutsch haben. Mega gut. Auch wenn es natürlich gar nicht so wichtig ist, dass es auf Deutsch ist, ne? Oder? Ja, doch, das schon. Das sind lauter Karten. Also ich finde das schon, das hat viel Text, das hat Karten auf dem Text. Das ist nicht sprachunabhängig. Okay. Das macht schon Sinn. Wenn es auf Deutsch kriegen kannst, besser. Okay. Warum das im Moment irgendwie out of print ist, weiß auch kein Mensch, ne? Weil es scheint ja schon länger seiner Beliebtheit irgendwie zu unterliegen, ne? Das geht, ich glaube, ich weiß nicht. Also ich fand es halt geil, weil der, schöne Grüße an den Kai, der hat das hier bei meinem Lieblingsspieler vorgestellt, dann haben wir das hier auch gespielt und das war richtig gut, das hat richtig Bock gemacht. Das hat halt auch so ein bisschen so, also wenn man so Trading Card Games mag, so oder so Karten gestörte Spiele, da muss man halt auch Karten in seine Auslage bekommen, die halt miteinander
synergieren. Ne? Und das spricht mich halt total an. So. Also sehr runtergebrochen jetzt. Ne? Aber das spricht mich halt total an. Das ist halt großartig. Ja. Ein gutes Spiel ist, glaube ich, schon relativ alt sogar. 2015, 2016. Ja, was man so relativ alt nennt, aber in der Brettspiel. 2012 sogar. 2012, guck mal, das ist schon wirklich alt, aber ich finde, das tut überhaupt nichts. Das ist halt ein richtig gutes Ding. Ja. Und ich finde auch vom Spielmechanik her, mit diesem Rad und den Ziel, wirklich mit den Saisons und so, also mit den Jahreszeiten, das ist schon geil. Ja, geil. Freut mich auf jeden Fall, dass ich es bekommen konnte. Für einen guten Preis. Ja, ich bin gespannt. Und jetzt kann ich mich zurücklehnen, weil gleich kommt jetzt. Ja, ich sag mal so zwei, drei Sachen, wir machen das kurz. Also, dann, pro Moritz, muss ich jetzt nochmal wieder erwähnen, der hat mir nämlich noch ein Spiel mitgeschickt hier letztens, nämlich Hit That Road. Da haben wir auf unserem Moddenburg-Wochenende, auf dem Spielwochenende drüber gesprochen. Das ist ein Zombie-Spiel und davon hat er gesprochen, das hat er mir einfach mitgeschickt, er spielt es nicht mehr und ich fand das, erstmal sieht das ja voll retro geil aus irgendwie und das, wir haben darüber gesprochen, weil das irgendwie Anleihen von anderen Brettspielen hat, das sind da, spielt man dann irgendwie so Kinder, die bauen wieder so ein Brettspiel zusammen, also die Währung sind dann hier so Kronkorken, okay, sind ja da keine Original-Kronkorken, war witzig, kann man bestimmt aufpimpen und was witzig ist, das wollte ich nur zeigen. Das, mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle. Das geht, glaube ich. Hier diese Spielkarten sind hinten so verdreckt. So, das sieht man hier so richtig schön. Und dann gibt es halt auch Karten, die wir benutzt haben, die nach der Zombie-Apokalypse gefunden wurden. Hm? Wer kennt es nicht? Schon mal gesehen? Irgendwo in anderen Spielen? Wie geil ist das denn? So, oder hier? Schon mal gesehen? Das ist cool. Ja. Also, das finde ich, diese Anleihen so an andere Brettspiele, finde ich einfach großartig. Und das ist, Spiel ist irgendwie, das kriegst du auf dem, das kriegst du, glaub, ja genau, mega geekig. Ich glaube, das wird sogar auf dem Sekundärmarkt für 5 Euro verschrammelt oder so, keine Ahnung. Ich denke mir, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Vor allen Dingen, selbst für diesen Kram muss man das zumindest einmal gespielt haben, oder? Hit That Road, My Zombie Game von Martin Wallace. Eigentlich. Das ist ja schon mal Fun for the whole family. Da wisst ihr Bescheid. Und hier gefühlt steht hinten. Von wann ist denn das? Weil das hinten so ultra nach so uralt-Dingen irgendwie aus den 80ern aussieht oder so. Hit the Road, the Travel Game steht hier. US-Patentnummer hinten steht noch. Hier ist auch super alt gemacht hier. Ich weiß gar nicht. Sollen wir mal gucken? Also, dann müssen wir uns bei den anderen Sachen gleich ein bisschen kürzer fassen. Jetzt halten wir uns mit so einer. Ja, das will man ja schon mal wissen, ne? Ja, schon. Mit so einer Kamelle irgendwie lange auf. Ich muss das auskippen, weil ich komme nicht an die Anleitung ran. Die liegt natürlich unten drunter. Gucken wir mal. Hier steht sogar tatsächlich, das ist ja krass. Ist auf Deutsch? Das ist eine deutsche Anleitung. Mhm. Witzig, ne? Ich gucke mal. Space Cowboys. 2016. Krass. Gar nicht so alt, ne? Auf jeden Fall wird es irgendwie verramscht. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist es auch nicht gut, aber gut aussehen tut's. So, Punkt. Vielen Dank. Ultra witzig. Mach mal weiter. Finde ich auch. Dann habe ich, mach ich mal weiter. Dann habe ich beim Black Friday zuschlagen. In unserem hiesigen Local Game Store, quasi Mage Store. Die haben ältere Sachen rausgeramscht, aber sie haben halt auch die Chrono-Cops-Teile rausgehauen hier, die ersten beiden. Warum haben die rausgehauen? Weil die ein neues Design bekommen haben, die Chrono-Cops. Weil die ja hier sehr kindlich aussehen. Das sind die alten Versionen. Die gibt es wieder neu und die waren echt günstig zu haben. Und da habe ich gedacht, ich habe ja viel davon gehört. Und da habe ich gedacht, die nehme ich mal mit. Und den ersten haben wir schon gespielt. Muss ein Rabatt in Show mitnehmen. Ja, genau. Und dann war hier, das erste haben wir schon gespielt, hat wirklich, das hat Schwierigkeitsgrad 1. Das ist halt, das war auch tatsächlich nicht besonders schwer zu lösen, hat aber echt Spaß gemacht. Habe ich aber in einem anderen Video auch schon mal kurz vorgestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier Teil 2 sagt. Den haben wir uns jetzt hier für, also wenn ihr das Video seht, haben wir schon gespielt, für Silvester vorgenommen. Das kostet mir irgendwann mal mitgeben, die Dinger. Eins kannst du mitnehmen. So, wann hast du schon gespielt? Das zweite brauche ich noch. Ja, und das dazu.
Wir machen gleich die Eskalation im Brettspiellager, dann machen wir weiter. Dann haben wir einen, habe ich ein, oder wir oder ich habe ja auch mal ein Rezensionsexemplar von Schmidt-Spiel bekommen, nämlich Emissionen. Wo wir quasi hier ein kooperatives Spiel, wo wir die quasi ja, den Klimawandel aufhalten müssen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ist auch so ein bisschen mein Thema natürlich auch. Und ja, vom Material her, das ist ja ehrlicherweise kein Schnäppchen, wenn man sich das so kauft. Und wenn man das Material so sieht, denkt man auch so, es scheint also alles auch so nachhaltig produziert zu sein. Hat er auch diese typischen Seitenaufkleber hier, über die ja viele schimpfen hier, die ich einfach noch aufgerissen habe. War das nicht das, was diesen Sonderpreis auch gekriegt hat bei der Spiel? Das glaube ich nicht. Nee. Also, wie gesagt, das sieht optisch gar nicht so geil aus. Das soll aber ein richtig gutes Ding sein. Und das habe ich jetzt auch im Plan, dass es jetzt schnellstmöglich auf den Tisch kommt. Kooperativ sagt mir zu, Thema sagt mir zu. Ich bin sehr gespannt und werde berichten, das werden wir euch vorstellen. 120 Minuten ist auch eine Ansage, ne? Ja, das muss auch ordentlich was haben, das Spiel. Also ist mit Matt Leacock hier, ist hier mit beschäftigt, mit dran. Witzig. Also ist nur leider, ich glaube, es ist nicht so ganz günstig, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich, aber auch nicht so der typische Schmidt-Spieletitel, muss ich auch mal tatsächlich sagen, ne? Irgendwie. Aber ich bin sehr gespannt. Emissionen, ich werde berichten. Ja, wir sind aber nicht fertig damit. Ne? Dann auch quasi mehr oder weniger vergünstigt bekommen. Obsession habe ich schon gespielt, fand ich super großartig. Ist ein Eurogame, verrückt. Wir haben vorhin in einem anderen Video darüber diskutiert, ob ich viele Eurogames gespielt habe oder mehr in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr als der Dan. Ich muss sagen, irgendwie ist das Thema dieses viktorianische England eigentlich gar nicht so meins. Aber das Spiel hat wirklich Spaß gemacht, weil man hier so Gäste spielen muss und die brauchen halt bestimmte Voraussetzungen, dann muss man die irgendwie beschäftigen, dann müssen die, also das ist, spielt sich aber sehr galant irgendwie tatsächlich, das spielt sich so ganz gut weg irgendwie und das hat halt auch so eine Mechanik, wo man Angestellte einsetzen muss, die dann erstmal wieder so, wie nennt sich das, wenn die, wie heißt das denn jetzt? Wenn die nicht sofort wieder zur Verfügung stehen, sondern erstmal sich regenerieren müssen. Cooldown. Cooldown, ja, danke schön. Genau, so ein Cooldown-Mechanismus ist da drin, genau. Und ja, das ist einfach, das macht einfach Spaß. Das ist ja eigentlich von 2018 schon. Und das wurde jetzt irgendwie von Strohmann Games lokalisiert, irgendwie 5 Jahre später. Krass. Ich glaube, da gab es auch Riesenschlangen an der Messe. Ich habe das jetzt auch nicht auf der Messe mitgenommen, das habe ich im Nachgang jetzt bekommen. Werde ich was zu machen, habe ich richtig Bock zu. Auch ein richtig cooles Ding. Spaß. Ich mache immer noch weiter. Ja, ne? Wir sind kurz vor Eskalationsstufe. Ne? So, dann auch Rezensionsexemplar, muss man auch sagen, von Boardgamebox bekommen, Northgard. Ehrlicherweise wollte ich unbedingt haben, habe ich richtig Bock drauf. So ein Area Control irgendwie und so ein bisschen Deckbuilding irgendwie auch drin. Und da kriegt man mich ja schon, ja. Ist, glaube ich, in Anlehnung an einem Videospiel, das ich nicht gespielt habe. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich das hier schon sehe, und ich habe das ja schon aufgebaut gesehen auf der Messe, ist ja nicht ganz neu, muss ich sagen, habe ich richtig Bock drauf. Hier steht hier 7 asymmetrische Clans, 9 wilde Kreaturen. Oh, klingt übersichtlich, 9 wilde Kreaturen, aber ja, weiß ich nicht. Also das ist, habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ne? Und das Cover lacht mich, sowas lacht mich ja voll an, ne? Das ist ja voll mein Ding, so, ne? Ja, das werden wir auch irgendwie hier auf den Kanal bringen und vorstellen. Und also, jetzt schon mal ein kleiner Spoiler, es ist da, wir können es machen. So. Also, ich bin immer noch dran. Mhm. Ja, ich ziehe es jetzt ein bisschen schneller durch. Dann habe ich mir gekauft, weil wir, da konnte ich irgendwie nicht dran vorbeigehen. Und zwar habe ich mir einen Tiny Epic Teil, nämlich Tiny Epic Crimes, geholt. Das ist ja, der ist, glaube ich, jetzt auch relativ neu ausgeliefert worden, der Kickstarter. Ich habe jetzt auch noch nicht die Erweiterung genommen, ich habe erstmal nur das Grundspiel genommen, weil wir haben ja sowieso vor, uns noch ein bisschen intensiver mit der Tiny Epic Reihe zu beschäftigen. Könnte man vielleicht als guten Vorsatz für das jetzige Jahr nehmen. Das klang halt von der Geschichte her sehr cool, dass man hier versucht, ein Rätsel innerhalb von 48, also einen Mord innerhalb von 48 Stunden aufzuklären, bevor die Presse und die Gangs und so alle das so wahrnehmen. Ich fand, das klang irgendwie mega spannend und warum musst du das jetzt einfach mit irgendwie? Ja. Bin gespannt. Es gibt natürlich auch schon eine Erweiterung. Habe ich auch gar nicht mitgenommen. Das war nicht auf Deutsch oder auf Englisch? Nee, das ist auf Englisch. Das gibt es, glaube ich, noch nicht auf Deutsch. Aber das wollen wir überall.
Dann, ja, mache ich noch weiter. Und dann habe ich auch im gleichen Atemzug noch mitgenommen Quicksand von Horrible Guild. Da bin ich schon 13 Mal dran vorbeigelaufen irgendwie und habe gedacht, ist das was für mich so kooperativ mit Sanduhren? Ist ein bisschen so, also hat so ein bisschen diese Kites-Vibes irgendwie, so Kites mit diesen Sanduhren, dass man schnellstmöglich diese Drachenkarten da ausgespielt haben muss. Soll aber natürlich ein bisschen anders funktionieren, klar. Aber ich fand, das klang mega interessant. Und ich nehme auch nicht, dass das regeltechnisch irgendwie eine große Herausforderung sein wird. Spielzeit 10 Minuten, aber steht da? Ja, 5 Stunden. Ja. Aber ach ja, 1 bis 7 Spieler, obwohl da bin ich auch mal gespannt, ob man sowas mit 7 Leuten spielen will. Viel aber interessanter finde ich, wie du das alleine spielst, aber okay. Ja, gut, du musst halt, die Sanduhren laufen ja ab, also vielleicht musst du ja so bestimmte Aufträge dann auch erfüllen, dann geht das wahrscheinlich auch alleine, aber alleine irgendwie. Also ich habe nichts gegen Solo-Gaming, aber so ein Real-Time-Spiel alleine, das klingt irgendwie tatsächlich falsch. Ja, finde ich auch, das klingt falsch, ne? Irgendwie, nee. Ja, habe ich quasi als Nachgang zur Messe. Dann habe ich auch noch was im Nachgang der Messe mitgenommen aus meinem hiesigen Spielladen. Und zwar einer der Hype-Titel der Messe, Mischwald. Du hast ja nicht gespielt bei Asmodee, ne? Bitte? Du hast ja nicht gespielt bei Asmodee. Nein, habe ich nicht. Wir waren ja beim Asmodee-Event. Hat richtig Spaß gemacht, aber erst Partie Brainfuck as hell. Echt? Ja. Ich gar nicht so gehört irgendwie, dass das so sein soll. Die meisten schreckt eher ab, dass das mal wieder so ein Naturthema ist irgendwie. Ja, das war ganz geil. Aber das finde ich eigentlich, ich kann nicht sagen, dass mich Naturthemen jetzt irgendwie abschrecken. Ich finde das eigentlich ganz nett. Und das ist vor allen Dingen auch so. Sieht auch super schick aus und so. Ja, es ist aber auch, wie gesagt, echt Spaß gemacht, aber erst Partie war wirklich Brainfuck as hell, weil, ne, es gibt so viele Kartensynergien und so. Krass. Ja, was mich halt so was interessant finde, was nehme ich in die Mitte, was können dem anderen das nutzen und so weiter. Ich glaube, es ist halt eine Lernkurve, ne? Irgendwie, vielleicht muss man in der Erstpartie erstmal auf sich gucken und dann gucken, was machen die anderen, so dass das so langsam reinarbeiten, irgendwie. Keine Ahnung. Aber wenn ihr jetzt gleich das nächste reinholst, hast du noch was vergessen. Liegt auf deinem Schreibtisch. Achso, die neuen Sachen. Ja, das geht, also stimmt. Das könnte man. Soll dazu holen. Ja, muss ich das mal kurz aufstehen. Dann mache ich ja Folgendes. Dann zeige ich mal kurz, was ich mir auch noch besorgt habe, weil ich hier einfach Bock drauf habe. Unlock. Den neuesten Unlock-Teil. Ja, was soll ich sagen zu Unlock? Zu Unlock kann ich einfach nur sagen, Unlock ist halt eine der super besten geil. Reihen, finde ich, von diesen Rätselspielen. Ja, nicht jeder Teil ist gleich gut. So, das nicht. Aber ich finde halt, dass die sich immer neue Sachen ausdenken und das ist einfach so stark und dass denen immer noch was einfällt und dass das Smartphone ja auch geil dazu einsetzen irgendwie und immer auf andere Weisen. Also da das hat mich schon, das fasziniert mich tatsächlich. Weil das ja auch bei dem Exit echt faszinierend ist, ne? Ein bisschen anders, aber trotzdem, dass denen immer wieder irgendwas Neues einfällt, wo du dir denkst, ey, wie seid ihr auf so ein Rätsel gekommen? Ja, das ist krass, cool. Ne? Ja. Ich feiere allerdings auch diese großen Boxen, weil sie einfach am Ende des Tages günstiger sind, weil die Teile kommen ja irgendwann auch als Einzelteile raus. Oder zumindest haben sie es in letzter Zeit immer so gemacht. Was die Sachen dann teurer macht. Tatsächlich. Wenn man sich die drei einzeln kauft, kostet die mehr als die Box. Und ich finde, mit der Box kriegt man direkt 3 Stück. Von jedem Schwierigkeitsgrad immer eine, genau, ist ja auch so. Schwierigkeit 1, 2, 3. Und ja, ich finde, dass wir sollten die auch bleiben. Denn sie haben, das muss ich jetzt mal sagen, aufstehen, mit dem Video aufstehen, ist auch mal gut. Der gute Dan hat mir. Ich quatsch einfach Waldheim auf. Zum Geburtstag nämlich tatsächlich 2 von den neuen Unlocks, zwar von den Short Adventures geschenkt. Worüber ich mich wirklich sehr freue und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich die spielen. Weil, also ich weiß nicht, wie sie sich spielen, die werden sie wahrscheinlich genauso spielen, aber die sind ja preislich unter diesen Einzelteilen hier. Und mal gucken, also ich bin gespannt. Vielleicht ist das eher der Weg, den die gehen sollten und bei den großen Boxen bleiben, finde ich. Ach, ich verstehe auch gar nicht, warum die großen Boxen nochmal aufsplitten. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber vielleicht für Leute, die sagen, ja, ich finde die einfachen Rätsel schon ganz gut, die schweren sind mir zu schwer. Ja, vielleicht, ich will das Schwere aber nicht auch haben. Wenn irgendein Thema nicht interessiert aus der großen Box, ne? Mhm. Weil die sind ja thematisch schon immer ein bisschen weiter gestreut und so, ne? Ja, das stimmt. Ja, vielleicht so. Es gibt schon Argumente dafür, ne? Also ich bin ein Fan von den Boxen. Ich finde das immer gut, sich die zu holen. Vor allem das Schöne bei Unlock finde ich halt, wenn du es gespielt hast, man kann es halt weitergeben. Ne? Also man macht halt nichts kaputt. So. Das finde ich halt stark.
Jetzt wird es witzig. So. Jetzt kommt die Eskalation. Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt zu Dingen, die eingezogen sind. Wenn ihr übrigens, machen wir jetzt Einschub, wenn ihr zu irgendwelchen Spielen hier mehr wissen wollt, also ich habe jetzt so ein paar gesagt, da machen wir auf jeden Fall was zu. Klar, wenn so Rätsel jetzt ein paar kommen, da machen wir auf jeden Fall was zu. Wenn ihr aber explizit was hören wollt, dann schreibt uns das in die Kommentare, damit wir es auch wissen, weil wir schaffen es ja auch nicht zu jedem Spiel was zu machen, ehrlicherweise. Ne? So, und deswegen, dann schreibt es rein, dann versuchen wir natürlich, wenn es möglich ist, immer alles zu realisieren, natürlich. Ne? So, und jetzt kommen wir zum Brettspiellager Essen. Man muss dazu sagen, das Brettspiellager Essen hat ja sowieso schon sehr günstige Preise, deswegen habe ich ja unter anderem das Komplettpaket geholt und der Yogi auch. Und dann begab es sich, dass das Brettspiellager Essen sagt, hey, wir haben nur noch eine Woche offen. Wir machen einfach nochmal auf alles 50%. Mega krass. Wir hauen unseren ganzen Lagerbestand raus. Alles nochmal 50% reduziert. Also sprich, man hätte Ankh auch nochmal 50% günstiger kriegen können. Wobei ich gar nicht weiß, ob sie noch alles da hatten. Ich glaube, ja. Ja, hatten sie. Also als ich da war, ja. Mein Interesse als Hauptaugenmerk wäre eigentlich eher sogar gewesen auf dem neuen Descent, ne? Also auf Descent 3, obwohl es ja nicht Descent 3 ist, weil das hätte man dann tatsächlich für 44€ abgegriffen, da war aber anscheinend nur eine Handvoll da und da hätte man dann eine Woche vor Weihnachten morgens um 7 wahrscheinlich kampieren müssen vor der Tür, damit man eine Chance auf Descent hat. Sagen wir mal so, es war die Eskalationshölle. Es waren Menschenmassen dort. Menschenmassen. Das war wirklich krass. Also man kann ja auch verstehen, ne? Und ich habe auch interessante Diskussionen darüber geführt, ist das eigentlich in Ordnung? Weil Menschen, die sich die Spiele vorher gekauft haben für normales Geld, ne, da, also wird man da irgendwie so ein bisschen verscheißert irgendwie? Ne? Du kaufst dir Descent für 120€, wenn das neu ist, und irgendwie ein halbes Jahr später kriegst du es für 44? Ist das in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Die Frage daran ist halt, machen sie trotzdem noch Marge oder nicht? Ne? Ja, die Frage ist ich. Also sie sagen halt wahrscheinlich sich, Lagerfläche ist halt teuer. Wir haben überproduziert aus der Hölle offensichtlich. Na, also zumindest Ankh, Time Stories und so weiter haben sie überproduziert aus der Hölle. Ja. Und wie gesagt, Lagerfläche ist teuer. Sie brauchen die Lager wahrscheinlich auch wieder für Neuware. Ne? Also hauen wir es halt so raus, wie es gerade noch so vertretbar ist wirtschaftlich. War wahrscheinlich war es so, ne? Und es war wahrscheinlich jetzt auch günstiger, die Sachen, die noch da sind, sie haben ja auch gesagt, wenn weg, dann weg, ne? Also die Sachen, die jetzt noch im Brettspiellager standen, für 50% nochmal wegzuramschen, statt die halt wieder einzulagern, weil wahrscheinlich einfach unterm Strich das weniger kostet. Aber so begab es sich, dass der Yogi ein bisschen was eingekauft hat und er dann ein bisschen mehr eingekauft hat. Ja. Ich habe noch nicht mal alles dabei, weil die Kinderspiele, die meine Kinder jetzt noch zu Weihnachten dazu gekriegt haben, die habe ich direkt weggelassen. Also hier Castle Panic und Slide Quest und Doppel Anna und Elsa und was weiß ich. Und was also gab, ja. Das habe ich direkt weggelassen und die drei Story Cubes Teile, die meine Frau noch von mir gekriegt hat, so als kleines Gimmick zusätzlich zu ihren eigentlichen Geschenken, habe ich auch weggelassen. Aber ich habe jetzt mal so alles mitgebracht, was so auf meiner Interessensliste mitsteht. Vor allem das Witzige ist, ich habe gesehen, davon besitze ich selber 1, 2, 3, 4 Spiele besitze ich davon sogar. Echt? Ja, das auf jeden Fall hier. Oder habe ich besessen? Ja, das habe ich auch schon mal besessen. 1, 2, 3, ja, mach mal. Ich sag dann was. Also fangen wir erstmal an mit Carcassonne. Und zwar, das normale Carcassonne habe ich zu Hause. Ich hatte aber bis jetzt die Erweiterung nicht und dachte mir dann so, die erste, zweite, dritte Erweiterung für, lass mich nicht lügen, entweder war es 2,50 pro Erweiterung oder 5 pro Erweiterung. Ich glaube 5€. Also quasi 15€ Maximum für alle Erweiterungen. Kann auch sein, dass 57 für alle drei Erweiterungen war. Super schnapper. Ich war in 5, die haben 10 gekostet. Okay. Weiß ich. Muss man mitnehmen. Dann musste ich mitnehmen Familienspiel Hexenhaus. Auch Lookout-Spiele. Phil Walker Harding. Genau. Hat auch sehr, sehr gute Wertungen für ein Familienspiel. Soll echt Spaß machen.
War auch ein Zehner. Musste man mitnehmen. Dann kannst du halt mit reinhalten. Ja, das ist eins von meinen, die ich auch mitgenommen habe. Z-Man Pandemic Iberia. Also ein Spiel im Pandemic-System-Universum, was sehr, 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 sehr gute Lorbeeren eingeheimst hat, dass das eine sehr starke Umsetzung des Pandemic-Themas sein soll. Da, und das ist auch der Grund, warum ich es geholt habe, weil ich finde Pandemic einfach super gut. Und ich habe Iberia aber nie mitgenommen im Laden, weil ich immer die Befürchtung hatte, dass das trotz allem zu wenig anders macht als normales und halt Pandemie. 50 Euro kosten sollte. Und 50 Euro kosten. Und man halt dachte, wenn ich Pandemie habe und Pandemic Legacy gespielt habe und so. Genau. Da genau das war's. Jetzt war's 15, glaube ich. Nee, 10. Ne? 10. 10. Sogar. Ja, einfach für 10. Und das, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, für 10 Euro muss man das probieren. Und wenn es eben nichts kann, was ich eigentlich nicht glaube, weil warum soll das nichts können, ja, dann das ist auf jeden Fall ein guter Kurs. Dann, jetzt kommt ein richtiges Highlight. Musste ich Res Arcana mitnehmen. Das ist einfach großartig. Kann ich gar nicht so sagen, weil habe ich selber noch nicht gezockt. Ja, das besitze ich. Weiß aber auch, dass das ultra gute Kritiken hat. Ist auch ziemlich gut. Und war auch für 10er, Lügen, eine 10er zu haben. Mhm. Ja. Auch einfach völlig unterpreist. Aber das ist einfach ein richtig gutes Spiel. Das ist einfach ein richtig gutes Spiel. Habe ich auch hier, das habe ich mir damals auch gekauft. Das ist mir auch scheißegal, ob ich dafür mehr Geld bezahlt habe. Das ist einfach ein gutes Spiel, das war es wert. Und vor allem das Geile ist, das Inlay, wirst du sehen, wenn du es aufmachst, das ist richtig gut, da ist ein Plastik-Inlay drin, wo die Ressourcen drin liegen. Du kannst einfach rausnehmen. Cool. Das ist richtig stark. Mhm. Und auch echt gut produziert. Jo. Dann, was der Yogi sagte, was er mal besessen hat, was ich auch schon mal besessen habe, Time Stories, und zwar nicht nur Time Stories, sondern alle Erweiterungen. Mit 2, 4, 6, 8 Erweiterungen. Also alle. Also alle, bis auf die kleinen. Bis auf die kleinen. Es gibt nur eine kleine. Ja, also, naja, es gab. Es gibt nur die Piratenkleine. Ich meine, ich hatte. Das andere ist Damien und ist für die neue. Also, okay. Mhm. Echt? Mhm. Ich hätte schwören können, ich hatte für das Alter auch irgendwie 2 kleine Erweiterungen. Aber warum hast du denn nochmal gekauft? Weil ich mich jetzt schon nicht mehr an die komplette Kampagne erinnere. Und zweitens die Hoffnung habe, dass, wenn die 2 großen Kinder zumindest in dem Alter sind, das zu zocken, ich das einfach mit den beiden großen nochmal durchzocken werde. Na, einfach auf Halde legen. Und für insgesamt 50 Euro für das Komplettpaket. Ja, kannst du sagen, natürlich, aber. Also, ich weiß, ich habe mein Komplettpaket für 100 Euro auf dem Sekundärmarkt verkauft. Hast du immer noch mehr für gekriegt? Und habe da schon gedacht, da blutet dir das Herz, wenn du überlegst, was du selber für den Kram bezahlt hast. Weil nämlich ein so eine Erweiterung mal 25 Euro gekostet hat. Ja, aber habe ich noch nicht. Ich glaube, ich habe auch alles damals verkauft für 120 Euro, also nur knapp mehr. Muss aber sagen, mir hat das jetzt nicht so geblutet, weil ich hatte eine gute Zeit damit. Da bin ich konform. Also ich habe, also das finde ich nicht so schlimm. Ich hatte eine gute Zeit damit. Wir haben die sehr viel Spaß gemacht. Das eine mal mehr, mal ein bisschen weniger natürlich, weil die alle unterschiedlich gut und schlecht sind. Aber ich hatte es halt durch. Du spielst es halt normalerweise nicht nochmal. Ne? Und wenn du dann nochmal 120 Euro dafür kriegst, ja, war schon okay. Oder 100 halt in dem Fall. Aber ich dachte mir halt einfach, ne, jetzt jede Erweiterung 5 Euro, das Grundspiel. Ja, natürlich mega Preis, klar. Aber es ist auch ein gutes Spiel, macht doch Bock. Und was auch noch dazu kommt, ist, ich hatte dann ein paar Tage vorher, bevor ich ins Brettspiellager gefahren bin, noch gesehen, dass einer auf dem Anonsforum dazu geschrieben hat, dass er quasi, weil ihm das halt auch so ging, dass er den Kampagnenabschluss so ein bisschen mau fand, hat er irgendwie mit einem anderen zusammen in Fanarbeit schon 2 weitere Szenarien entwickelt, wo noch ein drittes so kommt, was die ganze Kampagne nochmal so als Rundenabschluss liefern soll. Das heißt, die werde ich mir dann auch irgendwann entweder ausdrucken oder er sagte, wenn die dritte fertig ist, wird das vielleicht auch anbieten, dass man halt so als Sammelbestellung das mal drucken lassen kann. Und da habe ich dann halt auch nochmal Bock.
Bock drauf. Okay, das finde ich geil. Ja gut, das kann ich jetzt natürlich nicht mehr, habe es nicht mehr. Ich habe die Sachen der neuen, der blauen Reihe oder wie die sind, die habe ich alle noch da liegen, weil man da ja auch so Erfahrungspunkte machen kann, aber da bin ich noch nicht zu gekommen. Hätte ich jetzt auch mitgenommen, wenn ich sie nicht schon hätte. Ja. Ich habe die komplette Sammlung. Also mir hat das grundsätzlich egal, der Abschluss war natürlich ein bisschen mau, aber mir hat das Time Story sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Hatte ich echt gute Abende und gute Tage mit. Also meinst du nicht mehr der Platz hier aus? Ja, das war schon echt geil. Ja, dann könnt ihr auch hier entschieden. Was soll das denn? Oh, zack. So dann. Next. Alma Mater soll ein sehr gutes Eurogame sein. Hat auch richtig Gewicht. Also es sind auch ordentlich Holzkomponenten drin und so. Viel Gutes von gehört. Ist aber noch nicht gespielt. Aber für 12,50 Euro. Kann's nicht sagen. Musste dann ins Säckel. Check. Dann. Excavation Earth und die zweite Erweiterung dazu. Die erste hatten sie witzigerweise nicht da stehen, aber mit Erweiterung. Ich glaube, das auch 12,50 und das nochmal irgendwie ein 10er oder so. War auf jeden Fall auch super. Habe ich vorgestanden, habe ich ja überlegt, weil das Thema ist super geil, finde ich. Ja. Also ich finde halt hier als Alien-Rasse da halt irgendwie Artefakte zu suchen und so weiter, klingt super geil. Ja, auf jeden Fall. Und hat auch richtig, richtig hohe Wertungen auf BGG. Hat es trotzdem irgendwie nicht verkauft, ne? Nee, scheinbar. Interessanterweise. Vielleicht falscher Zeitpunkt oder so, keine Ahnung. Sieht materialtechnisch geil aus, habe ich richtig Bock drauf. Habe ich aber auch stehen lassen. Preis, ja. Musste man es auch mitnehmen. Und last but not least. Last but not least. Die Schlacht von Rune da. Ja, du sagst, es ist ein Kracher. Einige haben gefragt, was willst du damit? Ich fand es auch geil. Ich finde es geil. Ich finde es halt ein super cooles Tower Defense Game. Also, es ist ein super schweres, super gutes Tower Defense Spiel. Es sieht optisch, es ist ein Kracher. Ja. Weil sie Spielschacht mitspielt, ist es natürlich überhaupt nicht regalkonform. Das ist ein Problem, die Schacht ist zu groß. Aber grundsätzlich finde ich, ist das ein richtig gutes Ding. Ich habe das damals, als es neu war, auf der Spielemesse oder vorgestellt, sogar auf Englisch noch, weil es damals noch gar nicht angekündigt war auf Deutsch. Das hat mich voll getriggert. Aber ich bin ja auch kooperativer Spieler, ich spiele es gern. Und Tower Defense mag ich auch gern. Da war ich am Start. Jetzt wurde es natürlich rausgeramscht. Scheißegal. Musste man nehmen für den Preis. Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. 12,50. Ja, total. Musste man nehmen. Und wenn man jetzt überlegt, ne, ich habe dann noch hier Dingens, das Res Arcana habe ich noch ein zweites Mal mitgenommen für meinen Neffen zu Weihnachten, der auch so ein bisschen geekiger unterwegs ist. Und dann habe ich noch hier das Harry Potter Stupor. Ich selber besitze es schon. Ne, also quasi eine Neuauflage von Cash und ganz nur im Harry Potter Universum. Habe ich dann für meine Nichte mitgenommen noch, die halt Harry Potter Fan ist. Und wenn man dann überlegt, dass man halt mit quasi unter 200 Euro aus dem Laden rausgegangen ist, ne, für den ganzen Kram zusammen, ist das schon krass. Ja. So, dann mache ich den Abschluss. Ich habe auch noch was im Brettspiellager mitgenommen für kleines Geld. Ich packe hier mal so rüber. Und zwar habe ich tatsächlich die Space Base Kommandostation mitgenommen. Die hätte ich mir normalerweise nicht gekauft. Also das muss ich jetzt wirklich sagen. Die hätte ich mir nicht gekauft. Ich habe Space Base. Ich finde Space Base großartig. Das ist ein tolles Spiel. Ist das erweiterte und bessere Machikoro. Aber hier gibt es halt den sechsten und siebten Spieler. Ob man die jetzt braucht, kann man darüber streiten. Aber was es macht, es brachte Hüllen für alle diese Karten, die ein Sonderformat haben hier drin. Ja, also Sleeves. Fand ich voll gut. Inklusive dem Grundspiel? Ja. Das ist gut. Für alles. 300, wie viele Karten waren hier drin? Ne? Steht hier. Zum Spielen Grundspiel benötigt. Steht hier gar nicht drauf. Inhalt. Ja, auf jeden Fall waren hier. Da war auf jeden Fall so ein Aufkleber drauf, dass da die Hüllen drin sind. Also die waren Sleeves für alle Spiele und auch. Ich habe dann noch die Kampagnenerweiterung mitgenommen. Da gibt es nämlich noch so eine kleine Kampagnenerweiterung, die hat auch 10 Euro gekostet dann. Hier diese, wie heißt sie? Der Aufstieg des fremden Pluto, Saga Erweiterung 1. Die passt hier auch rein. Die habe ich nur nicht aufgemacht, weil man das darf ja nicht lesen hier. Das ist so. Aber es gibt jetzt Würfel für jeden Spieler einzeln. Tatsächlich, das hat diese Box auch noch gebracht.
man es braucht, keine Ahnung, aber man teilt es halt nicht mit die Würfel. Und es gibt halt megamäßig noch immer noch ganz viele Sleeves übrig für die Kampagne hier. Das ist egal. Damit die alle gesleeved sind. Und das ist. Das war das Einzige, wo ich verzichtet habe, weil ich gesagt habe, ich spiele Space Gay, also es ist ein super gutes Spiel. Ich mag es sehr gerne. Ich spiele es aber persönlich lieber auf Boardgame Arena. Du hast es sowieso im Regal. Hat's stehen. Und normalerweise bin ich kein Freund von so einer Box, wo eigentlich nichts drin ist. Ja? Eine siebte Spielererweiterung, ja, mit drei Würfeln, das muss ich sagen, und das hat ja dann vorher nicht 10 Euro gekostet, sondern deutlich mehr. Das wäre nicht mein Fall, muss ich sagen. Das wäre viel zu teuer. Für einen Zehner muss ich sagen, sind ja schon allein die Hüllen wert, die Sleeves wert. Das hätte es wahrscheinlich auch irgendwie 50 oder so normalerweise gekostet. Ja, ne? Und so fand ich es halt ganz geil. Jetzt habe ich natürlich einen größeren Karton als vorher, aber ganz ehrlich, das passt auch alles in einen. Ja. Die Erweiterung ist mit drin, ne, und das ist schon echt in Ordnung. Hatte ich Bock zu. Das war mein, das Beria und das hier war mein Einkauf beim Spiellager. Muss aber dazu sagen, Nemesis Lockdown, wo alle drauf geschielt haben, Descent, habe ich alle schon. Das heißt, die richtigen Kracher-Titel stehen hier schon. Weg gewesen. Wären sowieso weg gewesen, aber die stehen hier auch schon. Also von da aus fühle ich mich auch nicht, als ob ich was verpasst hätte. Boah. So. Kleines Video. That's all, folks. Also das war unser Winter-Special, nenne ich es mal. das ist natürlich jetzt mit dem Brettspiellager, klar, das hat natürlich jetzt echt was rausgemacht. Und es kam natürlich auch einiges an Kickstarter an, was natürlich auch richtig viel Kram war. Traum. Ja, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, wenn ihr mehr zu bestimmten Spielen wissen wollt, schreibt es in die Kommentare, dann sind wir am Start, dann schreiben wir euch das. Ansonsten habt ihr jetzt echt lange durchgehalten. Ich würde sagen, machen wir jetzt auch an der Stelle einen Deckel drauf und sehen uns beim nächsten Regalplatz gesucht. Daumen rauf, Abo da lassen, bitte, lasst ein Abo da und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.